Paris. Ça fait longtemps qu'on ne s'est vu. Me revoilà Paris. Dis-moi comment me trouves-tu? Josephine Bakers Karriere war von Anfang an begleitet von zweierlei, von Jubel und von Protest. Und das war recht paradox, weil keine andere Künstlerin war so populär und keine andere musste sich so bösartigen Anfeindungen ausgesetzt sehen. Das hat mit Josephine Baker als Person was gemacht, das hat aber auch ihr Selbstverständnis als Künstlerin geprägt. Und sie hat sehr früh, schon in den 1930er Jahren, begonnen, ihre Popularität als Machtinstrument zu begreifen. Jeder Mensch hat ein Recht auf Freiheit und Gleichberechtigung, unabhängig von seiner Nationalität, seines Geschlechts, seiner Hautfarbe, seiner sexuellen Orientierung oder Religion. Und sich einzusetzen dafür, dass Freiheit ein universales Menschenrecht ist. Darin war sie eine echte Pionierin. Ins Pantheon wird man nicht aufgenommen, weil man ein Glamour Girl war. Ins Pantheon wird man aufgenommen, weil man sich für die französische Nation verdient gemacht hat. Und insofern ist die Pantheonisierung von Josephine Baker mit einer ganz wichtigen Signalwirkung verbunden. Denn nachdem Josephine Baker fast 100 Jahre lang dafür bekannt war, im Bananenrock aufzutreten, kommen plötzlich ihre viel wichtigeren Lebensleistungen in den Vordergrund. Sie hat sich eingesetzt als Freiheitskämpferin für ganz umfassende Menschenrechte. Pour défendre la France, mon idéal, la dignité humaine. Josephine Baker kommt 1925 als 19-Jährige nach Paris. Sie ist groß geworden in den USA, in einem Slum. Sie wurde Zeugin von Rassenunruhen, von Unterdrückung und war ein Opfer der Segregation. Nach Paris zu kommen bedeutete zwar immer noch Rassismus ausgesetzt zu sein, aber mit einer unvergleichlich größeren Freiheit gemessen an ihrer Heimat, den USA. Und so wie sie haben das auch viele andere afroamerikanische Frauen gesehen. Drei, die ich besonders spannend finde, sind zum einen die Pilotin Bessie Coleman, die eine Flugpionierin in den USA wurde, ihre Flugausbildung allerdings in Frankreich gemacht hat. Dann gibt es Bildhauerin Selma Burke, die hat Roosevelt porträtiert. Madame Beaucaire, das war die erste afroamerikanische Selfmade-Millionärin. Und die hat sich an der französischen Schönheitsindustrie orientiert und ist mit Kosmetikprodukten für schwarze Frauen reich geworden. When you look back into the States, you know, we had major illnesses of racism. Racism had not only started at the time where we saw Martin Luther King. We had to stay alive, thrive. Our music was our main pulse. The prohibition. Now, this is really interesting because we had, at this time, segregated audiences, segregated houses in the 20s. And they needed black performers. So suddenly we saw a call for business, freedom, liberation, the nightlife. And all of this was really rampant. This was really, really big. So when you look at all of this, we had to find a way to survive. Als Josephine Baker 1925 mit La Revue Nègre nach Paris kommt, herrscht in Paris sehr große Afrika-Begeisterung. Und die zeigt sich in Theatern in Form von Bühnenbild, Choreografien und auch Kostümen. Und Josephine Baker wird angeboten, als exotische Tänzerin im Bananenrock aufzutreten. Sie bedient damit ein Afrika-Klischee, ohne Afrikanerin zu sein. Und ich fand das ganz spannend zu entdecken, dass sie diese Rolle spielt. Sie übernimmt diese Rolle, weil sie ein Erfolgsgarant war. Aber Afrika war für sie immer ein Accessoire, was sie sozusagen instrumentalisiert hat. In den letzten Jahren des Zweiten Weltkriegs war Josephine Baker in Französisch-Afrika vor allem als Truppenunterhalterin der amerikanischen Streitkräfte. Das war für sie ein Moment der Politisierung. Sie hätte nämlich auftreten sollen, zweimal hintereinander jeweils, erst für die weißen Soldaten und dann für die schwarzen Soldaten.
Und mit dem Argument, dass es wichtig sei, zu beweisen, dass in der amerikanischen Armee Schwarze und Weiße gleich sind, weil es sonst schlicht die Mühe nicht wert ist, gegen Hitler zu kämpfen, hat sie durchgesetzt, dass die Rassentrennung bei ihren Konzerten aufgehoben wurde. Und auch in den USA war sie die erste Künstlerin, die eben die Aufhebung der Rassentrennung in ihrem Publikum durchgesetzt hat. Dafür wurde sie von der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung gewürdigt. Und Josephine Baker selbst hat in ihrem Kampf gegen Rassismus einen Höhepunkt gesehen. Und das war die Einladung von Martin Luther King beim Walk on Washington 1963 zu sprechen. I want you to know that this is the happiest day of my entire life. You are a united people. At last, you are on the eve of complete victory. Continue on. You can't go wrong. The world is behind you. Seit dem Beginn ihrer Karriere inspirierte Josephine Baker Künstlerinnen und Künstler. Die Pariser Avantgarde war von ihr begeistert. Alexander Calder schuf Drahtskulpturen, beeindruckt von Josephine Bakers Tanz, Henri Matisse Scherenschnitte, Modeschöpfer schneideten Kostüme und Roben für den Revue-Star. Sie war Ikone, sie war aber auch ein großes Vorbild für afroamerikanische Frauen. Denn sie überwand Klischees, Sexismen und Rassismen. Und auch nach ihrem Tod hörte die Auseinandersetzung, die künstlerische Auseinandersetzung mit Josephine Baker nicht auf. Diana Ross hat zum Beispiel Ende der 70er Jahre in einer Broadway-Show An Evening with Diana Ross eine Hommage an Josephine Baker präsentiert. Mademoiselle Josephine Baker. Und auch Grace Jones setzte sich immer wieder mit Josephine Baker auseinander. So zum Beispiel in einer Performance, die in den 80er Jahren in New York stattgefunden hat, zusammen mit Keith Haring und Andy Warhol. Auch für die Modewelt blieb Josephine Baker stilprägend. Der Fotograf Peter Lindberg fotografierte Ende der 80er Jahre Naomi Campbell in typischen Josephine Baker-Posen. Und 2023 stellte das Modehaus Dior eine Kollektion vor, die von Josephine Baker inspiriert wurde und die von Women of Color auf dem Laufsteg präsentiert wurde. Die Bilder, die unsere Wahrnehmung von Josephine Baker geprägt haben, sind ihre Auftritte in oft sehr provozierenden Kostümen. Damit bediente Josephine Baker am Anfang ihrer Karriere den Wunsch nach allem, was man damals als exotisch, aufregend und außergewöhnlich empfand. Aber sehr schnell veränderten sich die Kostüme von Josephine Baker und wurden viel glamouröser, so wie das Kleid, das wir in unserer Ausstellung zeigen. Dieses Kleid trug Josephine Baker 1975 bei ihrem letzten Auftritt im Pariser Bobineau Theater. Zwei Tage später verstarb Josephine Baker. Panam, tu resteras toujours la ville de l'amour et de la femme. C'est tout mon cœur, Paris, Panam, 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 Paris, Panam.